Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu der dritten Ausgabe unserer Interviewreihe Zeit des Exils. Exil, dieser Begriff wird häufig in historischem Kontext verwendet, wenn über Menschen gesprochen wird, die Deutschland während der NS-Diktatur verlassen mussten und Schutz im Ausland suchten. Doch auch heute müssen viele Menschen ihr Heimatland verlassen, weil sie aufgrund ihres Einsatzes für Demokratie und Menschenrechte oder aus religiösen und ethnischen Gründen bedroht werden oder weil sie Krieg und Zerstörung entfliehen. Wir schlagen bei unseren Aktivitäten bei der Körperstiftung bewusst die Brücke in die Vergangenheit, um an unsere besondere Verantwortung zu erinnern. Wir wollen die heute in Deutschland im Exil Lebenden im Ankommen unterstützen und den gesellschaftlichen Dialog fördern. Denn wir sind überzeugt, dass die vielen WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen Deutschland mit ihren Erfahrungen bereichern. Durch das heutige Gespräch mit der Theaterregisseurin und Autorin Nino Haratischvili führt wieder die Kulturjournalistin Melanie von Bismarck. Willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Gesprächsreihe Zeit des Exils. Auch in diesem Jahr sollten ja eigentlich die Tage des Exils stattfinden und Kulturschaffenden im Exil ein Forum bieten. Es sollte über Themen Flucht, Migration, Vertreibung, Exil gesprochen werden. Mit vielen Künstlern eingeladen war auch Nino Haratischvili, die ich sehr herzlich begrüße heute. Mit Abstand, aber Aug in Aug, das ist doch schon mal etwas. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Nino Haratischvili ist eine mit vielen Preisen geehrte Dramatikerin, Theaterregisseurin und Romanautorin. Einem breiten Publikum ist sie vor allem bekannt geworden durch ihr gewaltiges und gefeiertes Familienepos »Das achte Leben« für Brilka. Inzwischen hat sie 4 Romane veröffentlicht und viele, viele Theaterstücke, die vielfach auch unter ihrer Regie uraufgeführt wurden. Geboren in der georgischen Hauptstadt Tiflis, kam sie mit 12 Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter 1995 nach Deutschland, kehrte aber als Jugendliche nach Tiflis zurück, begann dort mit 17 Jahren ein Filmregiestudium, ging dann nach Hamburg, um hier ein Theaterregiestudium anzuschließen an der Hochschule für Musik und Theater. Das war 2003 und seitdem lebt und arbeitet sie in Hamburg. 2010 erschien ihr erster Roman, Juja. Ein Jahr später folgte Mein sanfter Zwilling, 2014 dann Das achte Leben und 2018 Die Katze und der General. Als erste Frage gleich vorneweg, wie haben Sie die vergangenen Monate überstanden? Sie haben 2 kleine Kinder zu Hause, die vielleicht sonst in die Kita gegangen wären. Zu Beginn dachte ich, ach, das kriegen wir schon alles hin. Gibt's Härteres und komm, schaffst du. Und natürlich habe ich halt sehr viele der Entscheidungen eingesehen und wusste, okay, wozu man das macht. Aber dann irgendwann tatsächlich nach so 6-8 Wochen fing es an, wirklich auch mir sehr, sehr schwer zu fallen, das Ganze. Und natürlich mit den Kindern, das war schon echt eine Herausforderung. Und ich habe die Kitas und die Erzieher sehr, sehr vermisst. Und umso mehr dann im Nachhinein ihre Arbeit zu schätzen gelernt. Und dann, als es dann hieß, okay, auch Spielplätze sind tabu. Manchmal finde ich das immer noch sehr surreal, wenn man sich das so vorstellt, was das alles, wie das so losging im März und was das so alles nach sich gezogen hat. Und vor allem das als so ein Weltereignis. Das ist halt nicht etwas war, was nur uns oder... Also das ist plötzlich irgendwie so die ganze Menschheit irgendwie vor dem gleichen Problem stand. Wie ist es in Georgien? Ich habe gelesen, dass die haben es ganz gut unter Kontrolle. Das ist tatsächlich so, ja. Also die waren relativ vorbildlich, wurden auch immer irgendwie in der Presse lobend erwähnt. Also gerade im Kaukasus waren die, glaube ich, die haben es am besten irgendwie gehandhabt oder hingekriegt. Die haben relativ schnell die Grenzen dicht gemacht, ich glaube sogar schneller als Deutschland und waren sehr viel strikter in manchen Sachen. Was mich sehr erstaunt hat, war, dass die Georgier, dass die alle sich dran gehalten haben. Die waren alle viel, viel braver als hier. Das hat mich sehr erstaunt, aber ich glaube, das liegt daran, dass die alle auch so ein bisschen, die Georgier neigen alle so ein bisschen zu so einem Fatalismus oder so einem Schicksals. Ergebenheit und weil ich hätte gedacht, dass da viel mehr so eine
Rebellion stattfindet oder dass man sagt, ach nee, ich will jetzt trotzdem irgendwie weiter meine Freunde treffen und feiern oder was auch immer. Aber das war tatsächlich irgendwie nicht so. Und eine Zeit lang war es wirklich sehr, sie haben sogar, weiß ich nicht, Autofahren verboten. Und also es ging für meinen Geschmack so ein bisschen zu weit, aber dadurch waren, glaube ich, die Todeszahlen relativ gering und die haben das ja. Aber auch jetzt ist es extrem schwierig mit Einreise, Ausreise. Also es ist, die haben da relativ strikt durchgegriffen. Sie sind nach Deutschland gekommen und dann sind Sie als 14-Jährige, glaube ich, wieder zurück aus Heimweh, habe ich gelesen. Ist das richtig? Ja, also ich meine, ich war natürlich mitten in der Pubertät und man muss halt sagen, ich bin von einer Großstadt in so einem sehr, sehr kleinen Dorf in NRW gelandet. Dann war ein Gymnasium, wo ich, glaube ich, die einzige Ausländerin war, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe mich nicht als so eine Außenseiterin gefühlt, habe auch irgendwie relativ schnell Freundschaften geschlossen, aber es war halt eine sehr, sehr andere Welt. Und ich habe halt natürlich dann auch in meiner Jugend oder meiner Radikalität, dass diesem Alter eigen ist, auch angefangen, alles, was mit Georgien zu tun hatte oder was zurückgelassen hatte, zu idealisieren. Es war halt in meiner Vorstellung alles viel, viel toller. Als ich dann zurückging, habe ich schnell festgestellt, dass es auch alles nicht so toll ist, wie ich mir das ausgemalt habe. Aber ja, ich hatte irgendwie so eine starke Sehnsucht, wieder Heimweh zum einen, aber natürlich habe ich sehr viel meine Freunde vermisst, meine Schule, die Stadt. Also es war alles, tatsächlich waren wirklich zwei extrem verschiedene Welten. Es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn ich jetzt direkt irgendwie in Hamburg oder in Köln oder weiß ich nicht, Berlin gelandet wäre. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel ausgemacht, dass es halt so sich so radikal voneinander unterschied. Haben Sie als junges Mädchen viel mitgekriegt von den Verhältnissen im Land? Das war ja instabil immer, es war, waren bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Das war unmöglich, das nicht mitzukriegen, weil es halt in jede Familie, in jeden Haushalt mehr oder weniger hineingeexplodiert ist. Also man konnte sich dem halt nicht entziehen. Das ging schon damit los, wie wenn es Stromausfälle gab, dann lag die ganze Stadt im Dunkeln. Dann war es egal, welchen sozialen Stand man angehörte. So genauso wie Arbeitslosigkeit, natürlich auch irgendwie die Bürgerkriege, Inflation, Arbeitslosigkeit, die ganzen Ängste, Unruhen, Demonstrationen. Ich meine, ich war halt, natürlich schützte mich meine Kindheit oder auch Jugend bis zu einem gewissen Grad. Und man fand das auch mit 10 oder 11 auch irgendwie lustig, bis 12 Uhr nachts irgendwie in einer Brotschlange stehen zu dürfen. Als Kind hinterfragt man ja Dinge einfach auch irgendwie weniger. Es ist dann halt so und irgendwie gewöhnt man sich so dran und man kennt es ja nicht anders und dann ist es halt irgendwie so normal. Und trotzdem hat mich ja meine Jugend und meine Kindheit halt auf eine gewisse Weise geschützt und es war trotzdem voller Freude und auch voller irgendwie Leichtigkeit und mit all dem dazugehörenden klischeehaften Sorgen und Problemen von irgendwie Verliebtheiten bis hin zu ja, Zukunftsvorstellungen. Und also es war im Kern quasi eigentlich unterschied es sich, glaube ich, nicht von einer Jugend, die vielleicht in relativ sicheren Verhältnissen ablief, aber die Umstände waren natürlich komplett anders und im Nachhinein, manchmal denke ich sogar, dass es auch nicht nur schlecht war, dass ich das habe erleben dürfen, weil man halt einfach immer irgendwie auch so einen Vergleich hat und relativ schnell merkt, na komm schon, das Problem ist jetzt vielleicht nicht so ganz schlimm und wichtig. Sie sprachen von Idealisierung. Passiert Ihnen das heute auch noch, dass Sie, wenn Sie an Georgien denken, dass dann so Bilder aufkommen, die wir sagen, oh, das ist eigentlich geschönt. So war es nicht. Aber das ist meine Erinnerung. Nicht mehr so wirklich, weil ich mich auch unentwegt mit dem Land auseinandersetze. Also zum einen wegen im Schreiben, zum anderen auch privat oder auch als jemand, die sich halt für auch die politische Verhältnisse oder die Entwicklungen da vor Ort interessiert. Und ich habe ja auch da irrsinnig viele Freunde, Familie. Ich halte ja ständig Kontakt. Also es ist ja viel leichter geworden.
als früher, wo man halt irgendwie extra irgendwie Geld gespart hat, um eine Telefonkarte zu kaufen. Das erinnere ich noch irgendwie in den 90ern, als wir hierher kamen und das war dann nach 5 Sekunden aufgebraucht. Nee, idealisieren, glaube ich, tue ich so nichts mehr, weil ich halt einfach genau zum einen sehr viel näher irgendwie dran bin und mich auch viel öfters irgendwie unterhalte, austausche, hinfahre und. Es gibt halt schon bestimmte Dinge, die mir, glaube ich, im Nachhinein und vor allem seit ich selber irgendwie Kinder habe, viel wichtiger geworden sind als früher. Als ich das erste Mal damals nach Hamburg kam, war ich auch ein paar Jahre relativ, ich habe auch zum Beispiel ganz bewusst mich auch im Schreiben nicht irgendwie mit Georgien beschäftigt, weil ich irgendwie unbedingt so hier ankommen wollte und glaubte, dass ich halt von vielen Dingen mich auch dann irgendwie frei machen muss oder will. Und das hat sich tatsächlich irgendwie interessanterweise so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Und ich merke plötzlich, dass Dinge, die mich früher da genervt haben oder die ich als einengend empfand, dass ich das als sehr wichtig oder auch schön finde. Und manchmal, wenn ich drüber nachdenke, was mir wichtig ist, dass die Kinder so mitbekommen sollen, dass sehr vieles dann doch irgendwie mit Georgien auch im Zusammenhang steht. Nicht nur, aber auf jeden Fall entscheidend viel, ja. Jetzt leben Sie seit 2003 hier in Hamburg. Also es würde mich ja freuen, wenn Sie jetzt sagen, ja, nach Hamburg habe ich auch Heimweh manchmal. Wenn es sozusagen die Hälfte Ihres Lebens ist, die Sie hier schon verbracht haben. Absolut, natürlich. Also wenn ich in Georgien bin, fehlen mir auch. Aber es geht, glaube ich, allen Menschen mit dem, ich hasse dieses Wort, aber mit dem Migrationshintergrund, oder mit geteilten Biografien, sage ich jetzt mal. Ja, das ist immer damit einhergehend, dass man eine gewisse Selbstverständlichkeit verliert. Das heißt, Dinge, die man früher nicht hinterfragt hat, weil das ist so und da lebt man und so ist es da, werden plötzlich mit der Distanz einfach anders. Man hinterfragt sich anders, man sieht Dinge auch anders, erkennt sie anders und verliert dadurch einfach auch diesen Selbstverständlichkeitsbonus, wie ich das nenne. Mhm. Es ist aber auch natürlich irgendwie ein Geschenk. Es ist ja nicht nur negativ, weil man hat plötzlich einfach einen ganz anderen Blick und andere Perspektiven, die man halt so nicht hat. Und man hört auch nie auf zu vergleichen. Das ist auch etwas, wo, ja, aber das wäre jetzt in Deutschland so. Oder wenn ich hier bin, dann auch andersrum. Ach nein, aber in Georgien würde das nie passieren. Oder das würden die dort nie machen. Oder? Da würde ich gerne einhaken. Das hieße ja, dass Sie schon die Unterschiede eher so erleben. Meine Frage wäre, wenn man so zu Hause ist, eigentlich in zwei Kulturen wie Sie, ob dann etwas Drittes entsteht, in dem eine Fusion stattfindet. Mhm. Oder ist das eine Gemengelage, die sich immer wieder auseinanderdividiert? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich unterhalte mich auch mit vielen Freunden von mir, die auch aus sehr unterschiedlichen Ländern und Kulturen kommen und die machen, ich glaube, an dem Punkt machen alle eine ähnliche Erfahrung, dass man halt immer irgendwie in dieser Reibung so bleibt. Ich weiß nicht, es entsteht, glaube ich, was Drittes, aber dieses Dritte ist, glaube ich, das kann man erst vielleicht nach 50 Jahren oder nach 2 Generationen oder so, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, dieses Normale oder Selbstverständliche der beiden Kulturen, das könnte sein, dass zum Beispiel meine Kinder das dann halt ganz normal für sich betrachten, weil sie es nicht anders kennen. In meinem Fall gibt es ja ganz klar einfach, sind ja immer Brüche. Es ist da irgendwie Cut setzen, hier neu anfangen, dann wieder irgendwie einen Cut setzen, da wieder neu anfangen. Also es ist ja nicht etwas, was so ineinander fließt und so völlig unproblematisch irgendwie läuft. Zumal trotzdem muss man sagen, ich in meinem Fall das viel leichter hatte, als viele andere Menschen, zum Beispiel auch die geflohen sind oder genötigt sind oder aus ganz anderen Gründen irgendwie ihr Land verlassen müssen. Schon allein, weil ich die Sprache relativ früh beherrschte und nie jetzt dieses ganz, ganz große Fremdheitsgefühl hatte. Ich war auch an der Schule, ich wusste auch, bevor ich das erste Mal nach Deutschland kam, was mich ungefähr erwartet, hatte irgendwie Überschneidung mit der Kultur, hatte irgendwie Bücher gelesen und. Also es war jetzt nicht irgendwas, wo ich total wie auf einem anderen Planeten gelandet war. Trotzdem ist es aber natürlich anders, auch anders, als man es sich vorgestellt hat. Sie waren eingeladen zu einer Veranstaltung, die hätte stattfinden sollen, hier im Rahmen der Tage des Exils. Die war überschrieben mit innere und äußere kulturelle Grenzgänge. Jetzt kann man ja sagen, Sie haben als mit diesem Grenzgängertum bereits als Jugendliche angefangen. Als Sie wieder zurück in Tiflis waren, haben Sie eine deutsch-georgische Theatergruppe gegründet, das Fliedertheater.
Wie kam es dazu? Gab es da eine deutsche Community oder wurde Deutsch unterrichtet an der Schule? Ja, ich war in einer Schule, das hieß das 6. Gymnasium. Und das war damals in den 80ern gegründet worden von Germanistinnen und Germanisten. Georgien hatte irgendwie, Deutsch war immer sehr populär, ich weiß nicht wieso. Es gab auch irgendwie im 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel so Aussiedler, deutsche Aussiedler. Es gibt auch Dörfer, die komplett irgendwie deutschsprachig waren. Es gibt mittlerweile auch, ich glaube, die Böll-Stiftung forscht da irgendwie viel und gibt es mittlerweile Publikationen dazu. Aber damit hat es erstmal nichts zu tun oder ich hatte damit nichts zu tun. Es war einfach, dass diese Schule so ein bisschen als so ein Alternativmodell angedacht war zu den starren sowjetischen Bildungskanon oder Schulsystem. Und das war zum Beispiel die erste Schule, wo man keine Uniform tragen sollte. Alles war ein bisschen kreativer, ein bisschen weniger hierarchisch, autoritär. Und das fanden meine Eltern, glaube ich, einfach vom System sehr spannend. Die hatten mit Deutsch gar nichts zu tun oder es wurde bei uns zu Hause, sprach niemand Deutsch. Und es war einfach nur Zufall, dass das halt sozusagen mit Schwerpunkt Deutsch war. Und es hätte auch genauso gut Französisch oder Englisch sein können, aber in dem Fall war es halt Deutsch. Und das waren, die Uni in Tbilisi hatte damals sehr engen Austausch. Ich glaube, die hatte als Partneruni war Jena gewesen, glaube ich, ja. Und es waren sehr viele Rückkehrer sozusagen, die in Deutschland studiert hatten und die dann halt in Georgien da diese Schule gründeten. Und bis heute habe ich mit manchen Lehrern Kontakt, weil das war alles so freundschaftlich und ich habe diese Schule wirklich sehr geliebt oder ich habe da sehr viel mitbekommen. Also es war jetzt nicht immer alles toll und wunderbar, war auch zuweilen sehr chaotisch, aber also dieses bisschen freiere und auch letztlich den kreativeren Ansatz oder das Fördern von diesen Ansätzen, das war schon irgendwie tatsächlich sehr spürbar und präsent. Und gerade in diesen sehr, sehr schwierigen Zeiten, wo sonst auch kulturell für einen Jugendlichen oder Jugendliche so wenig los war und wo man kaum was machen konnte. Und das war tatsächlich ein bisschen so ein Verzweiflungstat, weil es hieß, irgendwann gab es da bei uns auch Deutschsprachige, also Muttersprachler als Lehrer. Und es sollte ein Gastspiel stattfinden, also Schüleraustausch aus einer Schule aus Bremen. Und das hatte unser Lehrer damals irgendwie diesen Kontakt hergestellt. Und die kamen damals mit der kaukasischen Kreidekreis als Gastspiel. Und manche der Lehrer wussten, dass ich damals schon irgendwie Sachen schreibe und haben mich halt ermutigt. Und ich sprach relativ gut Deutsch, weil ich schon bereits 2 Jahre Deutschland hinter mir hatte. Und dann wurde ich gefragt, willst du nicht mal irgendwie so auch so ein Gegenprogramm machen? Dann könnte man ja irgendwie die zeigen was und ihr könnt auch was zeigen. Und wir haben tatsächlich wirklich so mit Möbeln aus unseren Kellern angeschleppt und Klamotten aus irgendwie Omas Kisten, also tatsächlich wirklich sehr improvisiert und sehr amateurhaft, was gemacht. Ich habe mich hingesetzt, irgendwie ein Stück geschrieben und das war eigentlich, da habe ich Blut geleckt, ja. Sie schreiben Deutsch, Sie schreiben nicht Georgisch? Leider nicht. Also ich habe schon auf Georgisch Sachen geschrieben und ich habe dann auch in der Zeit von unserem Fledertheater, wie die Theater AG hieß, haben wir auch Stücke auf Georgisch aufgeführt, weil dieses Theater AG hat relativ, ich weiß gar nicht, ein paar Jahre existiert, 4, 5 Jahre. Und wir haben verschiedene Stücke gemacht, die ich dann geschrieben habe, unter anderem auch auf Georgisch. Aber meine berufliche Laufbahn so als Autorin fing schon in Deutschland an. Das war ja in Georgien alles, da war ich noch sehr jung. Ich würde ja jetzt auch das eher so als zaghafte Versuche beschreiben und jetzt nicht als irgendwie, ich meine, die waren nötig und die waren gut und die waren wichtige Übungen, aber das war natürlich nicht etwas, was ich jetzt irgendwie sofort in Buchform veröffentlichen würde. Und als es dann sozusagen ernster wurde oder als es mir bewusst wurde, wie viel Raum dieses Schreiben für mich einnimmt und dass ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen, was es jetzt ist und ob ich mich wirklich als solche bezeichnen darf und was ich jetzt mit diesen ganzen Texten mache, die irgendwie auf meinem Rechner lagern, da war ich schon hier und das geschah schon dann irgendwie größtenteils auf Deutsch. Und deswegen gab es ab dem Punkt irgendwie diesen Schritt zurück wieder, der war dann irgendwie nicht mehr richtig naheliegend. Oder ich hätte einfach zurückgehen müssen, dann wäre es vielleicht dann doch auf Georgisch gewesen. Aber so gab es halt irgendwie keine
kein Grund klingt jetzt so komisch, aber es ergab sich dann hier so. Ich habe allein in meinem Bekanntenkreis zwei Leute, die durch die Lektüre ihres Buchs Das achte Leben neugierig auf Georgien geworden sind und Reisen gebucht haben und dahin gereist sind im letzten Jahr. Also dieses Buch Das achte Leben für Brilka ist ja eine wirklich zutiefst bewegende Familiengeschichte, führt durch 100 Jahre georgische und russische Geschichte. Und diese Zusammenhänge, die von Kriegen und Revolution bestimmt wird, Vertreibung, fremde Migration kommen da auch immer wieder drin vor. Das sind ja Themen, die auch in ihrem Werk sonst immer wieder thematisiert werden. Da ist Mikrokosmos, Familie mit Makrokosmos, Weltgeschichte verflochten, verwoben, wie ein Teppich, wie es in dem Buch auch heißt. Wie kam es dazu? Mein wichtigstes Anliegen war damals, Dinge besser zu verstehen. Ich habe halt sehr lange, wie bereits erwähnt, ich war da schon einige Jahre hier und hatte Georgien so ein bisschen, natürlich habe ich Kontakt gehalten, ich bin da auch immer regelmäßig hingefahren und so weiter, aber ich habe mich nicht als Autorin damit auseinandergesetzt. Das war für mich irgendwie so ein bisschen, okay, ich will jetzt hier sein, der Gegenwart und Vergangenheit soll jetzt erstmal ruhen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es ein bisschen wie so eine Unterwasserströmung natürlich trotzdem in mir weiterarbeitet, dass es da Fragen gibt, dass ich sehr viele Dinge, auch zum Beispiel bezogen auf die Gegenwart, dass ich immer das Gefühl hatte, okay, aber das ist ja wie so eine Wiederholung, das ist jetzt wieder wie so ein Kreis, wie kann das sein, warum? Und ich habe gemerkt, ich weiß sehr wenig. Ich habe dann irgendwann mit Schrecken festgestellt, dass mein Wissen über das 20. Jahrhundert geschichtlich vor allem aus deutscher oder westlicher Perspektive geprägt ist. Also zum Beispiel wusste ich sehr, sehr viel mehr über irgendwie Nationalsozialismus als über den Kommunismus und dachte, wie kann das sein? Das kann zum einen natürlich dadurch, weil anders als in Deutschland hat in Georgien diese Form der Aufarbeitung teils freiwillig, teils unfreiwillig so nie stattgefunden. Dann ist das auch noch viel näher dran als in Deutschland, jetzt der Nationalsozialismus. Es ist halt einfach wie so ein Prozess, der irgendwie nie ganz abgeschlossen ist. Und dann kommt noch hinzu, dass diese seit letzten 30 Jahren durch die wirtschaftlichen, sozialen und diversen andere Probleme, die Leute ja einfach tatsächlich sehr viele Menschen bis heute mit Überleben beschäftigt sind. Und das ist ja auch irgendwie eine Form von sehr notwendigen, aber dennoch ein Luxus, wenn man so will, dass man sagt, ich beschäftige mich damit. Und die Politik, die es hätte tun sollen, die hat es natürlich irgendwie, also die, wie ich finde, als erstes hätte tun sollen oder diesen Anstoß geben müssen, hat es natürlich versäumt. Und so habe ich halt einfach realisiert, es gibt Lücken, 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 Lücken. Und natürlich hatte ich diverse Geschichten von meinen Großeltern und jede Familie hat irgendeine Gulag-Geschichte und irgendeine Stalin-Anekdote parat. Aber das war alles sehr, ja, irgendwie zusammenhangslos. Und mir fehlte, das war wie so ein Puzzle, wo man so einzelne Stückchen hat, aber das Gesamtbild fehlt. Und ursprünglich war auch der Gedanke, ich schreibe über 80er, 90er, die Zeit, in der ich eben groß geworden bin, von der ich vorhin sprach, die ich sehr, sehr prägend war, schwierig war. Und dann habe ich aber angefangen, als ich anfing zu recherchieren, relativ schnell festgestellt, das ist eigentlich wie so ein Ende von etwas. Ich wusste ja, ich schreibe es auf Deutsch, das heißt in erster Linie, wenn es deutsche Leser lesen, da wird keiner mehr verstehen, wer ist jetzt mit wem, warum, wer gegen wen, wer kämpft so. Und ich dachte, okay, ich muss mal selber so mir ein bisschen anderen Durchblick schaffen. Und dann bin ich immer weiter zurück, immer weiter, weiter, weiter. Und irgendwann war ich dann bei der Oktoberrevolution. Und dann war es aber auch schon zu spät, weil ich schon mittendrin war. Und dann dachte ich, okay, ich blende das jetzt mal aus und mach's jetzt einfach und mal gucken, was es wird und wie lange es wird. Genau, also ich glaube, wenn ich jetzt so einen Plan gehabt hätte, ich setze mich hin und schreibe irgendwie so einen Wälzer über das ganze Jahrhundert, da wäre ich so oder so gescheitert. Das kann man ja irgendwie auch so nicht sich vornehmen. Das war einfach irgendwie, es entstand aus dieser Notwendigkeit, diesen Zusammenhang erzählen zu wollen oder letztlich auch ganz egoistisch den in erster Linie mir selber erschließen zu wollen. Der Herbst kam schlagartig über die weiße Stadt. Er war nicht gewohnt, mild und sanftmütig, wie Stasia ihn aus ihrer Heimat kannte. Und das Warten auf eine Botschaft von Simon war zäh. Er legte alles lahm, machte den Körper träge und den Geist ängstlich. Stasia hasste dieses Warten. Stundenlang saß sie am Fenster ihres Zimmers und starrte aus dem kleinen Loch, das sie in das Laken geschnitten hatte, mit dem ihr Fenster verhängt war, und hoffte, nicht wissend worauf.
Der einzige regelmäßige Kontakt, den Stasia zur Außenwelt unterhielt, waren die Telegramme nach und von zu Hause. An manchen Tagen überkam sie eine fast schon hysterische Euphorie. Dann rannte sie die breite Treppe hinunter in die Küche, zündete Kerzen oder Petroleumlampen an, polterte herum, war laut, versuchte Geräusche zu erzeugen, um sich zu vergewissern, dass sie noch lebte, dass sie noch da war, dass sie nicht auch schon längst zu einem Geist geworden war. Sie rannte hinaus in das Empfangszimmer, durch das Gästezimmer hindurch ins Gästebad, dann die Treppen wieder hoch und wieder runter und dann, aufgeheitert durch die eigene Energie und angetrieben von einer eigentümlichen Lust, begann sie zu tanzen. Sie wirbelte herum, sprang, flog und vergaß für wenige Augenblicke die Welt um sich. Die Welt vor dem Haus und die Welt im Haus. Die einsetzende Kälte schien die Leute zu mehr Verbitterung und Grausamkeit anzustacheln. Nun brannten hier und dort auch Häuser in der Nachbarschaft und Verwaltungsgebäude. Und die Schüsse waren jetzt an der Tagesordnung. Im großen Haus an der Fontanka herrschte die bedrohliche Ruhe der Isolation. Ein eiskalter Frieden und eine konservierte Vergangenheit. Aber draußen, auf den Straßen, an den prachtvollen Promenaden und Ufern, regierte die Gegenwart. Und sie war grausam, blutig, gefährlich und voller Hunger und Mangel. Als der Oktober sich dem Ende neigte, befiel Thekla eine merkwürdige Apathie. Sie schloss sich in ihr Schlafzimmer ein und blieb tagelang dort eingesperrt. Mascha und Stasia versuchten, sie mit allen Mitteln herauszulocken. Aber mehr als das wenige Essen, das ihr Mascha vor die Tür stellte, nahm sie nicht an. Lange überlegte sich Stasia, wie sie die Hausherrin aufheitern und wieder zu Kräften bringen könnte. Und dann fiel es ihr ein. Die alles verändernde, glückbringende Schokolade ihres Vaters, deren Rezept sie sich gut eingeprägt hatte. Also bat sie Mascha um den Schlüssel zum Vorratskeller, das erste Mal, seit sie im Haus wohnte. Mascha zuckte nur auf ihre Ist-mir-doch-alles-egal-Art die Schultern und gab ihr den Schlüssel. Stasia fand alles dort. Außer Zucker und Butter war alles vorhanden, was sie für die Zubereitung brauchte. Und sie bat Mascha, den Rest auf dem Schwarzmarkt zu besorgen. Dafür versprach sie ihr einen ihrer Seidenschals, auf den Mascha ein Auge geworfen hatte. In der Nacht weckte Thekla ein himmlischer Geruch. Und sie eilte in die Küche, die sie eigentlich kaum mehr betrat. Dort fand sie Stasia, die am Herd eine schwarze Masse zusammenrührte. Und genau in diesem Moment verfiel Thekla dem kleinen Mädchen mit den langen Zöpfen. Sie verfiel diesem Anblick und diesem Geruch, diesem Versprechen auf etwas, das alles andere vergessen ließ. Diese geheimnisvolle, glückbringende Schokolade, die hier angesprochen wird, was hat die für eine Rolle? Also mir kommt sie vor wie eine Droge, der alle verfallen, die mit ihr in Berührung kommen, die alles schön macht, die Leute wahnsinnig macht, die sie süchtig macht, aber die letztendlich nichts verändert. Ursprünglich war diese Schokolade auch nicht so zentral. Ich wollte einfach nur das Buch mit etwas Sinnlichem beginnen, mit einem Beruf, auch mit etwas, was vererbbar ist oder was man weitergeben kann, so eine Art Familientradition. Ich wollte jetzt nicht, dass der Urgroßvater, was weiß ich, irgendwie ein Notar ist oder ein Schlösser, weil das wäre irgendwie, weil ich wusste, danach beginnt ja diese ganze sehr starre, sehr graue Zeit und ich wollte so einen Kontrast schaffen und habe mir ursprünglich gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Und dann aber im Laufe der Arbeit an diesem Buch wurde es immer mehr zu dieser Metapher von diesen letztlich auch Traumas, die man halt so weitergibt. Also dieses nicht zu Ende erzählte, nicht irgendwie freigelebte, nicht selbstbestimmte. Und das ist immer so in uns kodiert, auch
Ich meine, das kennt man ja auch hier, das kennt man ja überall. Etwas, was halt nicht aufgearbeitet ist, etwas, was verschwiegen wurde, etwas, was nicht hat irgendwie leben und sich entfalten dürfen, irgendwie im Keim erstickte. Und das wird immer irgendwie, auch wenn man nicht drüber redet, das spürt man, so wächst man auf und das wird immer irgendwie weiter und weiter gegeben. Und so ist es ja letztlich in diesem Buch halt auch, bis in der Hoffnung, dass es das letzte Mitglied schafft, das eben zu durchbrechen. Das ist das eine. Und zum anderen habe ich halt auch sehr viel in diesen Gesprächen sehr viel und sehr oft das Wort Schicksal gehört, also diese obere Instanz, in dem Fall jetzt Kreml, Partei, ZK irgendwie, dass man sich immer so hat ergeben müssen, weil man irgendwie wusste, ich kann ja nicht anders, ich komme hier nicht raus, und man musste sich da so einrichten, wie halt in antiken Schauspielen es die Götter waren oder so. Und ich fand das als einfach als Frage irgendwie interessant, das als Frage durch das ganze Buch so durchgehen zu lassen. Ja, gibt es etwas oder haben wir immer die Möglichkeit, auch ein Stück unser Leben doch selber zu bestimmen? Das würde ich Sie nämlich gerne fragen. Haben wir diese Möglichkeit? Weil für mich ist diese Schokolade auch so ein bisschen, es ist ein Muster, das sich durchzieht, was auch so eine Wiederholung der Geschichte immer anzeigt, dass sich so bestimmte Muster perpetuieren und weitergehen. Sie haben ein Theaterstück geschrieben, Die Barbaren, das ist ein Frauenmonolog. Da geht es um das Verhältnis von Zugewanderten, die schon länger im Land sind, zu kürzlich Geflüchteten. Da gibt es die Marussia, die ist vor langer Zeit aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen und putzt jetzt in einem Flüchtlingslager. Was hat sie an diesem Stoff gereizt? Interessant, dass Sie das fragen, weil ich habe ich hab selber nicht erwartet, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, die reagieren sehr, sehr ablehnend auf diesen Text, sehr ängstlich, Theatermenschen, ja. Und das war mir irgendwie so nicht klar, weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich inspiriert durch Realität. Ich bin Zug gefahren und habe so eine Szene beobachtet, wo eine Frau, ich nehme an asiatischen Hintergrund, ich weiß jetzt leider nicht mehr aus welchem Land, wir fuhren durch Bayern, und die hat sich halt aufgeregt in einem Zug lautstark über eine Situation, dass sie eben, sie arbeitete als Kassiererin, in dem Ort gab es halt ein Flüchtlingsheim und es war halt im Zuge dieser sogenannten Flüchtlingskrise. Und dass da so viele Menschen gekommen seien, und hat sie wirklich sehr degradierend, als unzivilisiert und so weiter und so fort bezeichnet. Die würden alle sich nicht benehmen, zu benehmen wissen, und sich tierisch aufgeregt. Und es war eine sehr interessante Szene, zum einen, weil die anderen, Gäste, alle haben sich empört und aufgeregt, mit Augen, aus Augen verdreht. Keiner hat sich getraut, was zu sagen, weil sie eben auch eine Ausländerin war. Das war interessant. Wäre sie eine Deutsche gewesen, da wäre eine sehr, bin ich mir ziemlich sicher, ein Konflikt entfacht. Aber alle haben einfach nur geschnauft und das irgendwie über sich ergehen lassen. Und zum anderen war halt, am Anfang dachte ich so, Gott, was redet die da? Und dann aber nach und nach, als sie dann ausstieg, und das war ziemlich nach einer Weile, ich war irgendwie so betroffen und irgendwie auch so gekränkt, und das hat bei mir so viele Fragen ausgelöst, weil im Grunde war das so, ich habe zum ersten Mal verstanden, weil früher war es für mich auch immer unklar, weil ich kenne viele Ausländer oder Menschen aus anderen Ländern, die in Deutschland leben, Migranten von mir aus, die sehr ablehnend reagiert haben im Zuge dieser ganzen Diskussion. Und mich hat das immer sehr gewundert. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, eigentlich müsste es doch genau andersrum sein und viel mehr Empathie vorhanden sein, weil man ja Ähnliches erfahren hat. Also es war eigentlich eine Anklage an all diese Menschen in diesem Zug, an uns eigentlich, die wir da drin saßen. Weil im Grunde war es halt einfach auch ein Monolog über das Scheitern. Also über dieses, ja, sie arbeitet da und trotzdem, und sie hat alles richtig gemacht und das und das und das, und nie ist ihr was geschenkt worden und nie hat sie was bekommen und nie hat sie irgendwie diesen sozialen Stand und Status verlassen dürfen, nie ist sie irgendwie weiter. Also, und es war auf eine Art, also so politisch unkorrekt das auch war, so war das auch auf eine Art. Also natürlich war das total absurd, dass dann auf diese Flüchtlinge, also eigentlich hätte sie die Menschen da anklagen müssen
Und da es nicht ging, trat sie sozusagen nach unten. Das sind eben so seltsame Projektionen, die uns natürlich auch schleierhaft sind, wie wenig Empathie man den Flüchtlingen, die da übers Wasser kommen und da ertrinken im Mittelmeer, entgegenbringt oder die es nach Deutschland schaffen, obwohl es kaum eine deutsche Familie gibt, die nicht das Schicksal eines Vertriebenen unter sich hat, in sich hat. Oder diese Hunderttausende, die von den Nationalsozialisten ins Exil getrieben wurden. Das jüdische Flüchtlingsschiff, was nirgends anlegen musste, da sagt man heute, ja, ja, das war natürlich ganz schlecht und ganz schreckliche Entscheidung. Und trotzdem heute lässt man sie ertrinken. Ich denke, das ist doch eigentlich eine sehr bittere Erkenntnis, dass wir nicht nur nicht aus der Geschichte lernen, sondern noch nicht mal aus unseren eigenen Erfahrungsschätzen lernen. Das ist irgendwie schockierend, ja. Und mich hat das damals halt sehr beschäftigt, sehr lange, sehr nachhaltig. Ich habe das natürlich in einen anderen Kulturkreis verfrachtet und es war aber inspiriert durch diese Wirklichkeit. Und ich fand es halt auch interessant, dass sehr viele sehr ablehnend da auf diesen Text oder sehr vorsichtig da immer waren. Weil ich merkte, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Tabu-Ding, man darf halt nicht, weil das ist halt dann auch das andere irgendwie schreckliche Diktat. Es ist ja irgendwie ein Ausländer, also die muss jetzt irgendwie gut sein, weil es ist jetzt das politische Konsens, da muss man jetzt irgendwie nett sein, was auch ein totaler Schwachsinn ist irgendwie, als würde es das irgendwie nicht geben. Und mir hat das halt auch nochmal gezeigt, wie heikel und schwierig dieses ganze Thema ist und wie geladen das ist, also von allen Seiten, ja. Von der Linken, von der Rechten, dann hieß es, okay, das fand ich auch großartig. Da gab es so Befürchtungen, das wäre sozusagen Richtung AfD. Okay. Und ich dachte so, okay, Wahnsinn, ey, wo sind wir bitte angekommen? Das ist irgendwie, das ist das Theater, ich werde doch keine Gebrauchsanleitung irgendwie für die Zuschauer mitgeben. Ich fand es interessant, da einfach diese Erfahrung gemacht zu haben. Also es wird auch einerseits viel gespielt und gleichzeitig gibt es aber auch sehr viel immer so irgendwie so eine Ängstlichkeit oder Übervorsichtigkeit, gerade bei diesem Text, ja. Ich würde gerne nochmal auf das heutige Georgien zu sprechen kommen. Für viele war es lange ein völlig unbekanntes Land im Kaukasus, das ist jetzt näher gerückt, der Tourismus boomt. Die Grenzen sind durchlässiger geworden, weil wohl die Visumspflicht aufgehoben ist. Georgien war 2018 Gastland der Frankfurter Buchmesse. Es gibt eine junge, hippe Szene. Die DJs in Georgien sollen noch krasser und cooler sein als die in Berlin. Ist das eine durchweg positive Entwicklung, die Sie in Ihrem Land entdecken? Ja, es gibt sehr viel, also all das, was Sie aufgezählt haben, ist natürlich positiv. Gerade so, es gibt viele wahnsinnig tolle, junge, kreative Menschen, die kämpfen, die wollen, die versuchen, die aus sehr wenigen was machen, die sehr erfinderisch sind. Und die jungen Leute, ja, die geben mir schon Hoffnung. Ich merke, da hat es schon ein sehr gewaltiger irgendwie Generationswechsel stattgefunden, weil schon allein, die sind alle halt bereits im freien Georgien geboren. Die haben ein ganz anderes Bewusstsein für ihre Rechte, für ihre Pflichten. Sie haben dieses so Bewusstsein über eine Zivilgesellschaft, was zum Beispiel meine Generation auch gar nicht mehr hatte oder nicht mal mehr hatte. So dieses, ich kann eh nichts ändern, es ist egal. Also wie nennt man das, dieses phlegmatische oder dieses ja auch Schicksalergebene. Und das hat sich sehr geändert. Also die gehen alle sehr schnell auf die Straße, die mobilisieren sich viel schneller und. Auf der politischen Ebene leider nicht. Es gibt sehr viele Menschen, die immer noch in einer großen Armut leben, sehr wenig soziale Unterstützung, sehr wenig Perspektiven, zum Beispiel auf dem Land ist das auch extrem schwierig. Und auf der politischen Ebene bleibt es werden immer wieder, landen wir dann doch ganz oft bei den gleichen Problemen, bei der gleichen Zentrierung der Macht, bei den gleichen Problemen, ja, doch. Also das würde ja zu weit führen, da irgendwie ins Detail zu gehen, aber da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Aber
auf der menschlichen und vor allem auf der Generationsebene und auch Richtung, also wenn ich mir die 20-Jährigen heute angucke, das macht mir große Hoffnung, weil ich merke, die sind auch ganz anders, auch glaube ich durchs Internet, durch das Reisen, eben durch die Visafreiheit, die können auch irgendwie mit einem Billigflieger nach Europa kommen, die erleben Dinge anders, die haben einen anderen Zugriff auf Informationen und dadurch sind die einfach sehr viel ja, irgendwie selbstbestimmter und da ist auch sehr viel mehr Wille, irgendwas zu entscheiden, auch als Gesellschaft und sie nehmen sich selber auch eben als einen entscheidenden Teil der Gesellschaft wahr, was sogar in meiner Generation noch so, die waren alle so lethargisch und wenn man irgendwie was initiieren wollte, hieß es immer, ach ja, komm, das wird eh nichts bringen und so. Es war immer diese Haltung von, ja, da gibt es immer irgendeine obere Instanz und du bist eh nicht irgendwie wichtig und entscheidend und das diese Änderung stattgefunden hat, das erachte ich für extrem wichtig und sehr positiv. Aber das heißt nicht, dass jetzt dadurch alles geregelt und alles irgendwie schön ist. Ja. Unsere Zeit ist zu Ende. Ich könnte ewig noch weiterreden. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier sind heute. Und ich wünsche alles Gute und freue mich auf das nächste Buch. Vielen Dank.